Hallo zusammen, I Zocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Überfall am Wundblick, anzunehmen bei Orbas Blutbahn in den Pestländer, die Scharlachrote Enklave, an dieser Position in diesem Häuschen oben. Vorquest war so etwas wie Heimkehr. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Ich glaube aber, das Video wird euch auch helfen in Viotelka Classic. Nun darf man sich zu einem bestimmten Punkt begeben. Natürlich ja dann auch Mobs, weil warum auch immer nicht. Ich mache den nochmal auf, ich glaube, das lohnt sich. Jetzt in diese Richtung. Hier darf man eventuell ein paar Gegner töten. So, ich hätte mich aber als Nachtelf auch unsichtbar machen können. Egal. Und das ist der Wundblick. Hier angekommen, gehen wir einfach mal nach unten. Eventuell holen wir auch diesen Mob, sicher ist sicher. Denn gleich müssen wir einen Gegner bekämpfen. Und das sollte am besten nicht sein, finde ich. Also, an dieser Position bin ich. Und hier benutze ich das Quest-Item, was man mitbekommen hat. Befehlsmäßige Deckung. Ist auch im Inventar zu finden, benutzen. Und jetzt heißt es, ihr müsst im Gebiet Wundblick sein. Also näher an den Turm. Funktioniert immer noch nicht. Hier funktioniert es. Also seht ihr, es bestimmt funktioniert es auch da hinten auch noch. Aber egal. Was ist das für ein merkwürdiger Baum? Wir werden angegriffen. Okay. Den darf man jetzt töten. Nun darf man ihn looten. Und schon haben wir beide Sachen. Nachricht des Scharlachroten Kuriers. Und Habe des Scharlachroten Kuriers. Quest ist nun bereit zur Abgabe. Auf geht's, am besten laufen wir jetzt denselben Weg zurück, wo wir hergekommen sind. Es sind hoffentlich weniger Mobs, bis auf gar keine. So. Hier hoch. Und die Quest ist abzugeben bei Orbas Blutbahn. In den Pestländer, die Scharlachrote Enklave. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!